Energydrink und dann kriege ich Energien. Ach, wie viel Sorgen? Rauschgift, ja? In moderaten Mengen konsumieren. Ich trinke nur ein Pläntchen. So, jetzt muss ich leider ein bisschen abbrechen, weil ich besoffen bin. Und jetzt krieg ich Flügel? Na gut, dann Prost. Westbull? Ich hab's gerade mit den Ohren. Red Bull? Krass. Red Bull, das habe ich schon mal gelesen. Da soll auch Alkohol drin sein, ne? Hab ich immer gehört. Stimmt das? Und Peter säuft sich jetzt ein an. Ich hab schon gleich weg. Vielleicht bin ich besoffen jetzt. Bin ich besoffen, doch. Nein, doch. Da muss irgendwas was drin sein, so Aufputschmittel. Das kommt dann gleich in der Rauschgift, ja? Is that a joint, man? Nicht, dass ich dann halt süchtig davon werde, wenn man das von ihm mal nicht ist, nicht so wie, also nicht. Ich teste das jetzt mal, na klar. Ja, also vom Sehen kenne ich das. Das ist die Dose. Ha! Jupp! Energy Drink! Ah, Red Bull kommt geflogen, habt ihr gesehen? Red Bull, ja, mit den Stieren, na bitte. Finde ich schön. Energietrink, ja. Energietrink. Naja, gut. Ich hab's doch noch nicht probiert. Ich hab's noch nicht getrunken. Ich trinke nur einen kleinen Schluck. Wenn du zwei Schlucke nimmst, ist es auch wieder weg. Und dann krieg ich Energien. Sogar Vitamine haben sie da drin, aber nur in Milligramm und Mugramm. Naja, es ist ja wohl klar. Und nun will ich mal das Zeug probieren. Ich krieg's nicht auf. Das würde mich schon stören. Das würde ich schon nicht trinken wollen. Ach, Nick, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Dankeschön. So Leute, das ist das erste Mal, wo Opa Red Bull trinkt. Und jetzt krieg ich Flügel? Na gut, dann Prost. Da können wir jetzt süchtig von werden. Hä? Das schmeckt so ein bisschen säuerlich, ein bisschen wie Cola. Ist undefinierbar, ich kann es nicht sagen, was es schmeckt, aber sauer ist es und schmecken tut es mir gar nicht. Absolut nicht. Nee, ist nicht mein Fall. Geschmack ist drin? Ach, schöne Frauen nicht zu empfehlen. Da kannst du mal sehen, was das schon für ein Gift ist. Wenn das schon so schöne Frauen nicht. Dann wird das Kind auch schon süchtig. Also gesund ist es mit Sicherheit nicht. Schmeckt mir auch nicht. Mir ist nicht zu sauer. Gibt's denn noch was Süßeres? Zack. Ja, und nun, was soll ich denn? Ach, das ist wieder was anderes. Ui, da kommen sie ja geflogen. Ach, guck mal. Das sind ja wieder zwei verschiedene, ne? Ja, die Dosen sind schon hübsch aufgemacht. Design ist irgendwie super. Was ist hier drin? Ohne Zucker. Was haben sie denn darin gepackt? Für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Na, Kinderchen, nehmt euch mal zurück. Zero. Belebt Geist und Körper. Mit Taurin. Mit Stier. Na bitte. Zero. Und zuckerfrei. Na, das ist doch was. Zuckerfrei? Ja, dann alles stimmt, du. Überlegen Sie gut, bevor Sie entscheiden, ob unsere Geschichten wahr oder frei erfunden sind. Ich sehe das aber nicht, was da drin ist. Das will ich jetzt mal testen. Die sind ohne Zucker, ja? Den hatte ich ja auch noch viel Kalorien, nicht? Schmeckt ohne anders als wie das. Ein bisschen süßer, aber sonst. Also ich muss mal sagen, das ist jetzt meine Meinung. Von den drei Sachen kann ich den Unterschied gar nicht rausfinden. Ich habe gegen das Getränk nichts einzuwenden. Ich trinke es wirklich gerne. Schmecken alle drei sehr gut, weil die schön süß sind. Und ich trinke ja immer schön was Süßes nochmal. Ist ja komisch davon. Ja, ich das gar nicht hier trinke sonst, aber vielleicht bin ich besoffen jetzt. Ich bin blau wie das Meer. Das ist es nämlich. In moderaten Mengen konsumieren. Ja, sollte man doch bitte umgehen. Nach Möglichkeit.
Kannst du die andere kannst du vergessen für mich. Es ist nicht für mich. Der trinke ich lieber meinen Kaffee. Mensch, bin ich besoffen doch. Ich bin schon total breit. Und der Peter, war ich schon mal breit? Nee. Aber wenn ich vielleicht mal ganz abwehr und bin total down und das rabbelt mich wieder hoch, würde ich es wahrscheinlich trinken. Ach du lieber Gott, wie viel Sorgen. Rot. Ja, das gibt nur einen, habe ich immer gedacht. Rot wird getrunken. Red Bull in Rot. White Edition. Naja, das sind dann auch, ich glaube manchmal, die Leute sammeln die Büchsen. Aus den Büchsen kann man ein schönes Kunstwerk machen. Also, das ist die gelbe Edition. Also von der Aufmachung her ist es toll. Das ist hier mit Zitrone, ja? Ach nee, Limone, oder? Ach, Wassermelone. Kokosblaubeere. Also Kokos esse ich ja sehr gerne. Heidelbeere. Wird aber alles sauer, wird das alle sein. Das wusste ich jetzt alles gar nicht. Siehst du, was hat Oma und Opa immer gesagt? Peter, man kann alt werden wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. Und jetzt kommt Red Bull mit Acai-Geschmack. Und Peter säuft sich jetzt einen an. Prost! Ich hab schon gleich weg. Die Wassermelone von Red Bull. Ja, mal gucken, was hier ist. Was mit Kokos? Opa, der geht da schon um 22:30. Der braucht ja kein Red Bull mehr. Wenn er im Fernsehen sitzt, im Sessel. Prost! Das ist aber auch so warm. Nee, also nach Wassermelone schmeckt die wirklich nicht. Mm-mm. Also es tut mir leid, Wassermelone. Also das schmecke ich nicht raus. Das schmeckt nicht nach Kokos. Das ist nur sauer. Weder nach Blaubeere noch nach Kokos. Die schmecken alle ideal. Wenn du richtig nimmst, mir schmecken die alle ideal. Alle ideal sauer. Schmeckt, aber kaufen? Nee. Gut. Ich denke, wenn da noch ein Schnaps drin ist, schmeckt es bestimmt gut. Und das haut in die Apple. Ich hab schon gleich weg. Also da haben sie wirklich was erfunden hier. Red Bull verleiht Flügel. Ach, kann ich, wo fliege ich hin? Vielleicht fliegt Oma nachher raus aus dem Studio. Am liebsten Urlaub am Strand und dann. Ja, man schwebt so weg. Du denkst, du bist ein Adler in ganz hohem Baum. Und jetzt geht das runter allmählich ganz tief. Und dann sagt der Adler zu sich, und jetzt schweben wir langsam dahin. Nee, das reicht jetzt, ja. Nee, das reicht. Das reicht wirklich. Ich habe jetzt eine ganze Menge probiert. Allgemein für Red Bull nehmen wir jetzt mal das Mittelteil. Ist die 3 für mich. Kriegen alle 5? Also ich gebe für die Red Bull Getränke 4. Allgemein ist eine 5. Also das Allerbeste? Ach, Beste, ach nee, umgekehrt, 1. Schlecht. So, jetzt muss ich leider ein bisschen abweichen, weil ich besoffen bin. So, meine sieben süße Leute, das war Red Bull. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare. Was sollen wir erst nächstes Mal testen? Und nicht vergessen, Abo, Däumchen, Glocke und ihr seid eine Fühlesocke. Wo man schnell besoffen wird.